Brieftasche entwendet. Schlecht ist des Menschen Angewohnheit, sich in Verlegenheit zu bringen. Die Brieftasche ist irgendwo verlegt. Verdächtigend sucht er unüberlegt. Er klagt, sie sei entwendet worden und holt sich Ordnungshüter aus dem Norden. Jetzt ist er ganz fest davon überzeugt, dass Bahnfahren Unglück erzeugt. Es ist der schlanke Dunkelhaarige gewesen, der neben mir in der Bahn täuschte zu lesen. Alle Einzelheiten sind ihm jetzt klar. Erfundenes stellt er den Beamten dar. Sein Auftreten ist mehr als rätselhaft. Der Nachbar im Zug soll gefällig in Haft. Eine Strafanzeige wird schnell gefertigt, ein Unschuldiger kopflos verdächtigt. Verärgert einmal zu Hause eingetroffen, liegt die Brieftasche im Schrank halb offen. Die ganze Aufregung war unbegründet und die Welt ist nun von Dieben gesundet. Was bleibt noch übrig von Diebstahlthesen? Die Geldbörse sei gar nicht berührt gewesen. Das Schuldgefühl wird zum neuen Begleiter, sich wünschend, alles rückgängig zu machen. Des Verdächtigen Lebensunmut und Zorn ertrinkt er nun in einem Glas Korn. Der Vorfall wird eine tiefe Spur hinterlassen, die bei jeder Zugreise wieder aufleben wird. Eine abgefeuerte Kugel kommt nie wieder zurück. Lieber eine weniger als eine zu viel. Jede Münze hat ihre Kehrseite. Die Geschichte ist lange nicht vorbei. Das war Negus Ben-Simon für alle Freunde der Poesie. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.